Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zur nächsten Folge von Der Colonist bei Fabian LP. Und wir haben aktuell gerade ein Problem, denn es sind nur noch 20 Steine zurück. Und wir müssen hier dringend einen neuen Wachturm bauen. Hier zum Beispiel, der das ganze Teil abdecken würde. Sodass wir hier weiterhin noch Steine zur Verfügung haben. So, kann ich hier die Priorität erhöhen. Sollen sie den bauen mit 8 Loks, kostet der? Der kostet zum Glück keine Steine. Die Frage ist nur, der sammelt auch weiterhin Holz. Auch wenn der ausgebaut ist, sammelt er, noch nicht ausgebaut ist, sag ich mal, den haben wir nämlich abgegradet, sammelt er weiterhin Holz. Das ist schon mal ein Vorteil. Ist eigentlich ersichtlich. Ist eigentlich ersichtlich, was die geupgradete Version überhaupt besser kann? Frage ich mich da einfach mal so. 2,52. Also einen halben Lock mehr pro Tag gibt das Ganze aus. So, wir haben nur noch 18 Steine. Ja, lass uns den mal schnell bauen, dann geht die Warnung weg, denn die ist nicht gerade gemütlich, sage ich mal. So, da unten fehlen auch Steine und Planken. Und der Fischer ist da drauf und dran. Das Problem ist, wir haben zu viel Fleisch und es braucht das Ganze nicht. Also werden wir hingehen. Wir können ja hier... Irgendwo haben wir das Territorium, genau. So, jetzt können wir hier changen. So, und können hier Schafe wieder entfernen. So. Einmal langsamer. Oder gleich Pause. Ich entferne da mal ein paar Schafe drumherum. Wir lassen ein paar Schafe da. So, diese Ecke lassen wir mit Schafen. Dann wird die Farm natürlich selbstverständlich weniger produzieren. Die 3 ist übrigens ein Haus. Da baue ich jetzt gleich mal die bessere Residenz. Da so hin. So. So, der Watchtower ist jetzt da, genau. Research, da fehlen auch Planken. Beim Hafen fehlen Planken, überall fehlen Planken. So. Da kann man jetzt die Priorität wieder senken. Dann sollte, und da senke ich die Priorität auch mal, dann sollten sie endlich mal den da fertig bauen. Da fehlen nämlich die Planken. Gut. Und wir haben wieder 48 Stein gefunden. Das ist jetzt nicht allzu viel, ehrlich gesagt. Es könnte auch noch mehr sein. 138 Stein haben wir da hinten. Also müssten wir bald möglichst mal hier hinten einen Tower bauen. Okay. Ja, sollen sie so weitermachen. Ich würde dann schauen, dass wir da noch eine Obstplantage irgendwo hinbringen. Oder erstmal die Presse, die ist auch so riesig. Ja, ich habe es schon ein bisschen vermutet, dass hier das Problem der Platz sein wird irgendwie. Also die Obstpresse baue ich mal dahin. Braucht auch Planken. Aber wir können uns die höhere Energie gar nicht leisten, wenn wir keine besseren Einwohner haben oder Residenzen. Und die besseren Residenzen gibt es nur, indem wir auch den Alkohol anbieten können. So, ich denke, ich gehe hin und mache das hier nochmals weg. So. Und dann bauen wir da besser mal fürs Erste die Obstplantage hin. Da seht ihr auch, was es alles geben kann. Es wird auch noch Weizen geben, wie ich da gerade gesehen habe. So, der passt hier super hin. Braucht ebenfalls Planken. Kennen wir ja. Deshalb wollte ich hier mal ein Lager errichten, aber irgendwie scheint es nicht so möglich gewesen zu sein. So, hier fehlt noch eine Planke. Die ist aber unterwegs. Und dann produziert er ein halbes Faches mehr pro Tag. Ah, und mit Bricks. In der Brickyard werden die hergestellt. Okay, gut zu wissen. So, jetzt bräuchte er nur noch genug Energie. Und dann könnte der die Produktion richtig starten. Die 3 war doch ein Haus. Level 1. So, wie ist es denn, wenn ich hier nochmals
Ne, da darf ich ja nicht, sorry. Also vor allem da, denn da möchte ich noch ein paar Obstbäume hinplatzieren. Aber hier könnte ich bis nach oben gehen, so, und damit einen Weg dahin. Dann wären die angeschlossen, dann haben wir nochmals zwei mehr. Also irgendwann müssen wir doch die Energie mal hier in den Griff bekommen. Ah, das Lumberjack. Ach so, wenn wir das upgraden, braucht es auch die höhere Energie. Ja, das ist ja... Das ist richtig toll. Sorry. Stopp. Dann habe ich ja jetzt richtig... Das habe ich jetzt nicht bedacht. So, der einfache Lumberjack, der kostet 2 Holz. Also dahin. Und das hat jetzt die Priorität. Der hat keine Priorität. Hat sonst noch irgendwas Priorität? Ne, ich glaube, das ist alles. Da müssen wir jetzt 2 Loks haben. Ein Lok ist bereits gekommen, genau. Die Base macht ja 0,3. Das wirft uns jetzt natürlich ein bisschen zurück. Ganz klar. So, das ist immer noch die Map. Aha, das haben wir nicht ganz so gut gemacht. Den Workshop kann man auch upgraden. Was natürlich der Vorteil ist, wir sammeln recht viel Energie, glaube ich. Fisch wird auch verbraucht, wie ihr seht. Essen auch. So, der Lumberjack ist fertig, der kann jetzt arbeiten. Nee, dem werde ich kein Upgrade geben. Der soll so bleiben. Auf jeden Fall. So. Der da soll lieber weitermachen. Mit Anpflanzen. Oh ne, das wollte ich nicht. Aber vielleicht müssen wir da auch ein bisschen verschieben. Dass der hier auch anpflanzen kann. So. Einfach mal überall. Das ist wichtig, dass wir da frische Bäume haben. Aber da entstehen gerade, weil der nicht arbeitet. Das ist vorteilhaft. Okay, dann brauchen wir auf jeden Fall diese Orchard. Da. Und die Presse. Das ist das nächste. Denn vorher kommen wir nicht an die bessere Energie hier ran. Wegen dem Alkohol. Und vorher gibt es hier hinten auch keine weiteren Bäume. So, und jetzt trinke ich mal schnell was. Wie gesagt, ich bin ein bisschen angeheitert. So, tut gut. Der Hals ist zwar ein bisschen kratzig bei der Stimme. Aber sonst geht's eigentlich soweit. Ich denke, aktuell haben wir eher zu viel Strom. Aus dem Grund, weil gar nicht alles läuft. Das ist ein bisschen das Problem. Wenn da das ZZ kommt, dann sind sie alle am Schlafen. Dann ist die Produktion nicht gebraucht. Und das sehen wir auch da. Nur gewisse Stellen, wie auch die Sawmill, die ist dann gefordert. Die kann man auch nicht upgraden. Das da kann man aber upgraden. So, aber mit den Prioritäten funktioniert das Ganze ganz gut. Ja, jetzt seht ihr auch, haben wir wieder voll Fisch. Ob denn das reichen wird, bezweifle ich noch. Wahrscheinlich brauchen wir noch einen zweiten Fischsteg. So, also die Presse, die ist fertig. Die braucht nur noch Äpfel. Und die Äpfel kriegen wir gleich von da. So, schnell mal langsamer. Wir sind schon im 5. Monat. Also das Spiel. Jetzt können wir selbst bestimmen. Oh, das sind so große. Aber wir können zum Glück... Wir können im Ganzen... Wir müssen es nicht mal schön da platzieren, wo es ist, sondern können irgendwo... Aber wahrscheinlich wird es dann auch länger gehen... Bis sie es ernten. Kann ich mir gut vorstellen. Aber da dahinter ist bestimmt ein guter Ort. Und fürs Erste auch da mal. Leider hat nicht so viel Platz. Da lasse ich mal offen. Aber wir sehen, man kann es nicht auf so einem Untergrund platzieren. So. 7 sollte aber erstmal ausreichen. Und der läuft jetzt natürlich auch
der das betreibt, der läuft natürlich auch weitere Strecken, weil die überall verteilt sind. Okay, jetzt lass uns hier die Presse füllen, da seht ihr schon. Erster Alkohol oder Cider ist da produziert. Und jetzt, weil die Straße hier nicht durchgeht, wir können ja die Farm mal irgendwann abreißen da. muss das Alkohol über den ganzen Weg hier gehen. So, das erste Alkohol ist angekommen und die erste Energie wird produziert für da hinten. Und jetzt sollte der auf jeden Fall die Arbeit wieder aufnehmen. Jawohl, seht her. Da geht's wieder ab. Gut. Und schon ist der Hafen fertig geworden und ich glaube, die Research wird auch bald fertig. Da ist unser Hafen fertig, aha. So, und wir können jetzt da... wir können ein Erforschungsboot können wir da bauen aus 4 Planken und 8 Steinen. Dann lass uns das mal bauen. Das packe ich auch mal in die Priorität rein. Ja, die Sägemühle, die muss durchlaufen, aber jetzt haben wir 2 Holzer. So, und ich glaube, da mit den Äpfeln fürs Erste, da braucht es auch noch gar nicht so viel, weil wir ja erst ein Haus haben. Wir können aber da gerade schon mal eine zweite Residenz hinstellen. Oder eine dritte auch noch. Hallo? Da. So. Denn, ja, die werden wir ja brauchen. Essen ist Mangelware, wie ich sehe. Also lass uns noch einen weiteren Fischsteg da hinbauen. So. Das Problem ist einfach, den Fischsteg, den kann ich hier draußen platzieren. Der gibt vielleicht nicht so viel wie eine volle Schaffarm. Wirklich nicht, aber der ist auch nicht so, dass der hier so viel Platz braucht. Und der ist nicht auf dem Grundstück. So, ich kann ja hier die beiden noch als Schafen machen. Da hinten rum auch. Ja, wir können ja hier ein bisschen noch... das ist jetzt zu weit entfernt. Aber wir können hier schon noch ein bisschen um das Ganze herum Schafe platzieren. Dann haben sie noch ein paar mehr. Die Schafe sehen auch so... einfach so hingestellt aus. So. Okay. Zweiten, der fischt. Da fehlen wieder Planken und Steine. Wir haben zu viel Energie. Also würde ich... Also zu viel gute Energie heißt das. Wir brauchen auf jeden Fall hier hinten noch einen weiteren Tower. Das ist auch schon mal klar. Weil uns bald die Steine ausgehen hier. So, ich krieg's hin, dass ich beide Depots mit einem erreiche. So, und erstmal hier eine Straße hin. Und dann einen Weg. Okay, der braucht nur ein bisschen Holz und dann sollte der aufgebaut sein. Und dann haben wir auf jeden Fall die Steine gesichert. So, Research for Mining ist fertig, super. Und der da ist, glaube ich, bereit. Die Ressourcen sind da. Jetzt brauchen wir noch ein Boot. Wo kriege ich denn ein Boot her? Das ist eine gute Frage. Lass uns hier mal schauen. Build a boat. Aha, wir brauchen ein Boatyard. Toll. Hauptsache mal die Ressourcen bereit gemacht zu haben. Das ist bestimmt ein spezielles Gebäude, was wir noch nicht haben. Ja, natürlich. Boat Building brauchen wir dafür. Kommt ihr gerade recht, dass hier die Research fertig ist? Construction. So, da kommt bestimmt wieder die Steinmeldung. Boat Building, da. Ja, ist noch einfach, relativ, sollte gehen. Genau, wir haben nur noch 20 Steine, sagt er. Wir sind aber gerade dabei, hier zu expandieren. Und dann sollte das auf jeden Fall für ein Weilchen reichen. Denn dann haben wir da nochmals über 200 Steine zur Verfügung. Ja, es war mir schon klar, dass wir hier in diesem Level ein bisschen länger dran sind als beim letzten. Ja, die Meldung ist echt ein bisschen doof. Nervig. So, ja, lass ich mal den Speed wieder ein bisschen erhöhen.
Also vor allem der, der anpflanzt. Aber wir können den nicht upgraden. Ich kann ihn nur priorisieren. Vielleicht brauchen wir noch einen weiteren, der upgradet. Wäre vielleicht schon sinnvoll. So, zwei neue Steindepositionen haben wir gekriegt. Und viel mehr von der Karte sehen wir jetzt hier auch nicht. Aber einen weiteren Wachturm. Die Wachtürme werden vor allem dann beim nächsten Level, das Level 4, ich werde es schön der Reihenfolge nach spielen, ne, habe ich mir mal vorgenommen, werden die da wichtig sein, sage ich mal. So, ja, wir haben ein bisschen zu viel Energie. Also, ich habe lieber mehr Energie als zu wenig. Ehrlich gesagt. Das ist mir lieber. So, Boat Building ist dran. So, 20% aktuell. Da sollte die Priorität hängen. Ja, und ich glaube, es bringt uns was, wenn ich noch einen hinbauen könnte, der ebenfalls anbaut hier. Der ist zwar auch wieder ein Platz auf der Insel, der wertvollen Untergrund versperrt, dass ich den nicht hier drauf baue, aber trotzdem... Ich glaube, lohnt sich der. So. Fischerkörbe sind leer. Also wir haben auch zu wenig Essen. Aber die haben Essen. Die, da ist eher die Energie nicht verbraucht worden. Das passt eigentlich schon ganz gut so. So, da kann man die Chopping Area bestimmen. Das ist die hier, in der darf er alle Bäume umfällen. Da hinten haben wir das, glaube ich, schon mal. Genau, da ist es da. Ah, passt ganz gut. Natürlich, ich glaube, denke, er wird schon eher immer den nächsten Weg nehmen, der geht. So. Und der soll in diese Area hier aufforsten und soll mal hinne machen. Wir brauchen die Bäume. So, bei dem... würde ich dann das Eckchen hier wieder wegnehmen, dass er sich auf diese Ecke da oben konzentriert, damit die nicht so weite Wege haben. Gut. Energie sollten wir ja haben für das. 60% Research. Ja, da müssen wir auf jeden Fall dann mal mit dem Boot fahren. Was sagt die Aufgabe? Kohle und Eisen finden, Boot bauen. Den Workshop upgraden. Was wir ja sowieso gehen müssen in Richtung Construction 2. Vielleicht können wir auch da ein bisschen Fortschritt machen. So, da haben wir Boat Building geschafft. Und ich würde mal das Upgrade hier starten für den Workshop. Brauchen wir wahrscheinlich sowieso. Also... wo habe ich das gesehen? Der Boatyard, da. Muss das am Wasser sein? Jawohl. Oh, da habt ihr gesehen, da habe ich jetzt Glück gehabt. Gut, hier drüben wäre es auch noch gegangen. Aber da haben wir jetzt richtig Glück gehabt. So. Dann das mit dem Weg anschließen. Ich denke, ich mache da mal die Priorität drauf. Zum Glück nur 6 Planken. Dann dürfen sie den mal upgraden und ich könnte eine neue Research nehmen. So. Also wir brauchen Scaffolding und Brick Making, aber dafür brauchen wir da Tools. Und Tools sind vom Blacksmith gemacht. So. Die Frage ist natürlich, für was wir alles hier brauchen. Ich mach mal Construction Speed. Ah, da brauchst du einen höheren Level des Workshops. Da sind wir ja gerade dran. Dann passt das ja gerade. Wenn wir den einmal upgraden. Bäume wachsen hier wieder, aber wir brauchen schon sehr viel Holz. Aber erstmal können wir auch nicht mehr viel weiteres bauen dann. Außer noch ein Schiff oder Boot. Und dann mal schauen, wie das Boot so funktioniert.
Das wird wahrscheinlich eine Expedition, vielleicht kann ich sagen, in welche Richtung. Und dann fährt es los und schaut sich ein bisschen um. Das ist wahrscheinlich alles. Und dann muss ich da wieder einen Hafen bauen vielleicht, wenn ich ein Land oder eine Insel finde, damit das Boot anlegen kann. Und dann müssen wir das transportieren. Ich weiß es nicht, ich habe es noch nie gesehen. Kann es mir nur so vorstellen. Auf jeden Fall von der guten Energie haben wir sehr viel genug. Von der ersten Energie aber auch. Also aktuell kann man nur zufrieden sein. So, zwei Steine. Ja, ich klar denke, den werden wir auch mal upgraden. Der Workshop wurde upgraded. Und den hier auch. Der produziert dann bestimmt mehr, oder? So, da unten muss noch ein Stein kommen. Wir können mal eben schauen hier. So, Steine 3 pro Tag, 2 pro Tag. Einen Stein mehr pro Tag, das ist schon mal gut. Und wir können da außerdem jetzt auch noch den Minenschacht platzieren. Aber der bringt ja nichts, wenn man nichts in Reichweite hat, was irgendwie brauchbar ist, sage ich mal. So. Und jetzt können wir hier researchen. Nur das lohnt sich hier nicht. Ich würde doch mal den Speed nehmen. Dann wird auch alles ein bisschen schneller aufgebaut. So. Da wurde die Bootjacht vorbereitet. Aha. Es gibt eine Info darüber. Und mit 24 Planken können wir jetzt ein Boot machen. Wow. Richtig viel. Okay, wir müssen Planken produzieren. Und alles weitere dazu findet ihr in der nächsten Folge. Oh, da entsteht das Boot. Ich habe ein bisschen wenig ins Detail geschaut, die letzten zwei Folgen. Das möchte ich vielleicht noch ein bisschen ändern. Da entsteht das Boot. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!